Wie komme ich denn hier runter? Warum ist hier keine Liane? Kann ich ins Wasser springen? Flachkörper. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, komm, da gehen wir halt wieder ganz normal. Kann ich von hier vielleicht? Müsste gehen. Ah, ja. Easy. Ne, ist glaube ich zu hoch noch. Was? Ah, tadellos. Tadellos. So, da hinten ist das Vieh in Gefahr. Anschleichen. Bogen holen. Scheiß Mech. Zwei Max, zwei Menschen. Drei Menschen. Vier Menschen. Okay. Nehmen wir die fette Knarre. Alles hier ist auf Steroiden. Halt bitte. Beziehungsweise. Okay, der ist stabil. Wo ist der nächste andere? Da hinten. Keine Munition mehr. Okay. Schnell essen. Das ist so dumm gemacht, ne? Was du da alles drücken musst, um ein Health Pack zu nehmen, ne? So dumm. Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Bin ich? Da. Computer Terminal. Okay. Das muss das von eben gewesen sein. Bis hier. Nachschub bauen. Mal 130 Schuss. Damit sollte man doch was anfangen können. Ja, das ist eine gute Idee. Ah, danke mir. Oh ja, Granaten habe ich auch noch zwei. Könnte einen richtig Schabernack treiben. Was brauchen wir noch für Pfeile? Jo. Oh.
Okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir wieder das von eben finden, aber... Da ist ein Bunker. Okay. Dann nehmen wir mal unseren Sid. Hacken die Frequenz. Genau. So, wo sind wir? Da. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Priya? Hab einen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild. Von einem Ort. Ich seh ihn mir mal an. Oh, vielversprechend. Okay. Bevor ich die Quest verfolge, wo ist sie denn? Hä? Das ist das. Okay, warte. Ich habe einen RD. Es wurde wohl im Gebiet des Schattenwalds aufgenommen. Irgendwo bei der Mitte der des verschlungenen Stroms. Sieh dir das Bild an, das den RDA-Befehlen beigefügt war. Aha. Okay. Gleich. Bücken. So. Noch eine Tür. Aha. Okay. Okay, komm. Oh, halt. Ich denke mal, dass das hier in der Nähe ist. Dann können wir das eigentlich mal eben mitnehmen. Schattenwald. Fädelfluss. Seidenwald. Ah, den Schattenwald haben wir noch gar nicht entdeckt anscheinend. Okay, dann brauchen wir die jetzt auch nicht machen. Ah. Dann gehen wir dahin. Vielleicht finden wir ja unterwegs wieder das gefangene Tier, dass wir helfen können. Hier noch Loot. Da. Stöcke. Okay. Dann mal los. Oh, gleich mal wieder flupp. Kann sein, dass das Bild hier gemacht wurde. Warte mal. Ist aber nicht der Schattenwald. Das sieht sehr ähnlich aus, ne? Irgendwo bei der Mitte des verschlungenen Stroms. Verschlungener Strom. Fädelfluss? Nein, das ist nur ein See. Nee, keine Ahnung. Das kriegen wir sicherlich noch ausführlicher erklärt. Was habt ihr gesehen? Ein furzender Baum.
Mhm. Okay. Sieht ja fast aus wie ein Weg hier, ne? Als hätte jemand geahnt, dass ich hier lang gehe. Okay. Ich glaube, das ist unser neuer Baum. Na ja. Schau, was geht? Ein Sarentu. Gagnat weiß, was das Beste ist. Wünschst du dir noch immer etwas Leben? Hallo. Du, Fremde! Ich erkenne dich nicht. Nähern. Welcher Clan? Wie seltsam. Etua möchte, dass ich ihren Vater treffe. Was ist denn das da? Es ist das Zeichen der Sarentu. Doch die Sarentu von einst beschmutzten Ewa nicht mit dem Abfall der Himmelsmenschen. Ich kann nichts dafür. Wir wurden als Kinder geraubt. Sie haben sehr viel geraubt. Du warst lange fort. Und du bist jung. Wurde dein Geist von den Himmelsmenschen verdorben? Nein. Oder erinnerst du dich an deinen Clan? Schuh, senk den Bogen. Schuhverkäufer. Scharfer Blick. Typisch Sarentu. Doch Danner ist schwer. Heimatbaum soll deine Zuflucht sein. Wir werden dich zum Leuchten bringen. Oder wenigstens deine Kleidung. Hier findest du Spuren deines Volkes. Oh, seine Geschichten fehlen mir sehr. Sie liebten die Seidenernte, die duftenden Farben. Mayanto. Gartner, lass mich das arme Sarentu-Kind aufnehmen und unterweisen. Geh. Wir unterhalten uns später. Komm. Ich muss noch mal mit Etuas Vater sprechen. Über den Widerstand. Bald, Maya. Weberin. Er ist unser Olo Ekdan, der Clan-Anführer. Zuerst kümmern wir uns um dich. Selbst ein Angzig würde vor dir die Flucht ergreifen. An deiner Stelle würde ich die Himmelsmenschen nicht erwähnen. Sie bringen nur Ärger. Das mag Gatna nicht. Ich würde dich gerne herausputzen, wenn du mich lässt. Steht euch jetzt im Weg, wir hatten schon so lange keine Sarentu mehr zu Besuch. Dein Volk war so unterhaltsam. Einmal haben sie über das seltene Paarungsritual der riesigen Sakru berichtet. Es kann wohl viele Tage dauern. Doch mehr davon später. Unser Baum kennt viele Geschichten, hat viel erlebt und deine Vorfahren willkommen geheißen. Und kein Sarentu halt, ne? Konnte unserem Farbenspiel widerstehen. Scheiß Job, das Ding festzuhalten die ganze Zeit. Sieh dir die Weber an. Die Weberknechte. Ah, Gorano, zeig uns deine Arbeit. Prächtige Seide, nicht? Nicht mehr so robust, seit die Kinglor-Blumen geschlossen sind. Aber es gibt nichts Besseres. Stärker als Sakru-Wolle, das kann ich dir sagen. Auch wenn die Sesua damit prahlen. Gorano ist eine Meisterweberin. Sie wird dir gerne helfen. Etwas Ablenkung wäre schön. Ich arbeite schon Stunden daran und bin noch nicht zufrieden.
Okay. Siehst du, wir haben Zeit für Schönheit und Kunst. Ah, apropos. Warte. Kann ich weiterhelfen? Bestimmt. Ah, noch keine Clan-Gunst, okay. Sag Bescheid, wenn ich sonst erarbeiten. Noch was für dich tun kann. Oh, ich denke, das können wir besser. Hey, Lun! Du beirrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit. Und noch dazu mit einem Sarentu. Aufregend, nicht? Eine weitere verlorene Seele, die du durchs Leben führen kannst. Schätz dich glücklich, Sarentu. Ah, du und dein Groll. Wenn du schlau bist, lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Relun ist leicht reizbar, aber er ist der beste Koch und das weiß er auch. Und hier, meine Freundin, Gitangi. Nevika, nimmst du den Sarentu schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Ah, grob und stachlig. Wie Einsiedlerknospen. Dir fehlt die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlich, so bin ich nun mal. Nun wirst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut, verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind Fährten lesen? Ich schlage mich ganz gut. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest, in der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber störe seine Jagd nicht, das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt Katna, dass du alte Wege gehst. Okay. Kein Grund zur Eile, mein Kind. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst, oder bleiben und die wunderschöne Seidenernte in Ruhe genießen. Die Aranahe gönnen es dir. Bist du allein? Keine Ahnung, lass mal kurz. Du willst dich verbessern? Ich habe null Clan-Gunst, okay. Bleib wachsam, Kind. Mach ich. So. Wär's mit was zu essen? Sieh dich ruhig um. Mach ich. Ah, das kann ich haben. Okay, Korinschacken, ne? Explosionswiderstandsfähig. Du erhältst 35% Explosionswiderstandsdingens. Okay, das sind nur Zutaten, Gerichte. Rat des Sammlers. Du erkennst bessere und ausgezeichnete Erntegüter, ohne deine Navi-Sinne aktivieren zu müssen. Okay. Ist es jetzt für 31 Minuten oder? Or what? Na gut, aber so weit sind wir noch nicht. Also dann. Ey, was so, Segen. Ich habe die Aranahe getroffen. Du hattest recht. Aber eine war anders. Nevika. Sie glaubt, dass ich Gatna beeindrucken kann, wenn ich mein Jagdtalent beweise. Sie schicken dich jagen? Ich hätte dich lehren sollen. Schon gut. Nevika sagt, einer ihrer Jäger wird mir helfen. Etu. Sei vorsichtig. Du musst ihnen nichts beweisen. Du bist Sarentu.
Gärtner anerkennen. Im Hauptquartier bist du immer willkommen. Du bist nicht allein, okay. Und es gibt viel zu tun. So. Weißt du, wo Wu-An ist? Sie hat versprochen, mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln. Ohne Ikran. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Warum ich kann gern nach ihr suchen. So komisch? Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. Okay, dann scheine ich da von jedem eine Mission zu kriegen. Geh weg! Siehst du nicht, dass... Sieh dich ruhig um? Ah ne, das war ja der Koch, ja. Nutz das gut. Doch, ja. Verschiedene Quests, okay. Das warst du. Könntest du mir bei einem Problem helfen? Allein ja. Und Neon, unsere Späher. Beide sind aufmerksam und zuverlässig. Leider zanken sie andauernd. Ihr jetziger Streit klingt jedoch besorgniserregend. Vor allem Neon wirkt so angespannt. Den beiden würde etwas Sarentu-Diplomatie guttun. Jetzt habe ich ja jede Menge Quests hier. Könnte ich mir ja was aussuchen. Gucken, was in der Nähe ist. Der Heimatbaum kann nicht so viele Kinglor beherbergen. Ewa wird die Blüten öffnen. Sie werden an. So. Wer bist du? Du da. Komm. Mach du schnell. Da. Bitte. Am Radio. Keine Zeit. Himmelsmenschen, sie sind am Fluss. Sie sind wie ungebetene Gäste, wandern umher, machen Dreck und ziehen weiter. Doch diesmal war es nur eine Person auf einer kleinen Insel mit einem großen, umgestürzten Baum. Lassen wir etwa zu, dass sie mutiger werden? Ein Mensch ganz allein? Ist die Person noch dort? Oh, die Person hat schnell gelernt. Sie wurde verjagt. Ist schreiend weggerannt. Da musste ich herzhaft lachen. Aber ich mache mir Sorgen, was einen Menschen dorthin lockt. Okay. Verknallt. Mutig, wie ein Natterwolf. So, dann lass mal eben gucken, die ganzen Quests. Und wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Juhu. Naja, komm, nimm mal mit hier. So. Dann. Bloody Protokolle. Brauchen wir nicht. Das ist das. Okay. Kann der mir nicht einfach anzeigen, wo sich diese Quests abspielen? So. Ah, das sind alles Hauptquests. Moment. Ah ja, okay. Wo ist denn das eigentlich? Ach so, das ist so allgemein. Das ist das Foto, alles klar. So, 200 Meter. Stufe 4, ich bin nur Stufe 3. Ja, komm, dann machen wir das aber erstmal. Das ist wieder im Baum drin, ne? Streiten im Allort des Heimatbaums. Flirtest mit Ärger. Hast du keine anderen Kleider?
Er streitet wo? Ach, du wolltest auch noch irgendwas von mir, ne? Kann ich weiterhelfen? Die wollten mir nur Dinge geben. Okay. Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Jo. So, wo streitet hier jemand? Alle sagen, sie können kochen, aber niemand. Wo soll der Allort sein? Warte mal, was haben wir denn hier? Leichtarmschutz. Ja, cool. Da haben wir noch einen Mod. Okay. Ah ja, 5% mehr Schaden gegen RDA. Das ist doch sicherlich ganz hilfreich. Oh, ich habe verschiedene Bögen. Waffen tragen zum Gesamtschaden deines Charakters bei. Zusätzlich besitzen seltenere Waffen Bonuseigenschaften und Vorteile. Waffen können durch die Herstellung besserer Objekte und das Ausrüsten von Mods aufgewertet werden. Mods können durch Quests verdient und von Handwerkern erhalten werden, aber auch durch Absuchen der Welt. Okay. Oh, 24 Schaden. Ja, auch. Explosionsschaden. Wildtierschaden. Immer doch. Wildtierschaden. Cool. Kann ich den kaputt machen? Naja. Untersuchen, Details anzeigen. Nö. Okay, Mods. Ja, Langbogen. Griff und eine andere Sehne haben wir nicht. Okay. Was ist hier mit der Knarre? 3 Schaden, ne? 3. Das ist nicht viel. Aha. Macht RDA Schaden. Sehr gut. Okay. Dann sind wir hier erstmal durch und eigentlich wollten wir auf die Karte, um mal zu gucken, was ist das? Wissen wir nicht. Das ist mal ein Wegpunkt, den können wir erstmal wegmachen. Okay. Bist du ein Jäger? Alemon und Neyan. Das ist Kitangi. Relun. Die Himmelsmenschen verderben unsere Lande. Sie müssen geschoben werden. Ist sie doch, oder? Hoffentlich sorge ich mich ohne Grund. Nö. Unsicher bei dieser Faser. Sie suchen neue Pfade, kämpfen mit anderen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man da keinen Questgeber hat, ne? Also, dass man weiß, wo man hin muss. Aber ich glaube, die streiten. Ich bin besorgt. Du solltest es auch sein. Wenn eine der fliegenden Maschinen der Himmelsmenschen in der Nähe deiner Heimat abstürzen würde, wärst du besorgt? Ich versichere dir, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was, wenn jemand verletzt ist? Sind wir die, die bei einer Gefahr sagen, oh, hoffentlich hilft jemand? Nein, wir sind dieser jemand, Neyan. Wissen wir, warum es abstürzte? Nein, wissen wir nicht. Und deshalb will ich mit der Sache auch nichts zu tun haben. Das rate ich jedem. Auch dir, Sarentu. Entspann dich, Neyan. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich helfe gern. Aber ich will keinen Ärger. Ignoriere ihn, so wie ich.
Das Fluggerät stürzte bei der Weberblüte ab, beim Fluss. Starten wir da. Du wirst dort nichts finden, Alejo. Da waren wir doch vorhin. Zeitverschwendung. Sarento, eine Weberblüte. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Problem all da. Du Schlumpf, du. Das ist ein einfaches Rezept. Könnte sogar ein Gammel. Was macht der denn? Okay. Schicke Wohnung. Hoffentlich bleibt Vater diesmal länger. So. Finden wir immer wieder einen Abschutzort. Ihre Patrouille durch den Seidenwald startete im Weberblütenlager. Sie überquerte den Fehlefluss in Richtung Südwesten. Oh, ist wieder dunkel. Geil. Was mit dir jetzt? Schon zurück? Ist die sinnlose Suche schon vorbei? Ich kann Gatnats vernichtenden Blick heute nicht ertragen. Keine Zeit für Fremde. Okay. Setzling, aber da war doch auch das Teil, ne? Oder war das hier? Ah, hier. Da wollen wir hin. Gehen wir mal durch die dunkle Nacht. Was kann ich eigentlich alles essen? Ja, das macht mir nur ein bisschen Power. Das ist für Pfeile. Was ist das? Nix. Okay. So. Voll. Alles klar. Please help me, I'm underwater. Dichter Wald hier. Hallo. Bitte komm her. Ich habe etwas zu teilen. Okay. Sei gegrüßt. Schön, einen Freund zu treffen. Einen Freund zu treffen? Du solltest einen Tarsio-Schössling aufsuchen, wenn du kannst. In der Nähe ist einer. Ja, habe ich schon gesehen. Das machen wir noch. Eins nach dem anderen. So. Oh. Damn, boy. Hey. Kollege. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hey. Wow. Das erledigt. Da haben die mich ganz schön überrascht, die Jungs hier. So, gehen wir weiter. Flup, flup. Das ist so eine Blüte hier, ne?
Ah, da fliegt wieder das. Boah. Blödes Viech. Da ist noch was. Hey. Selber schuld, wenn ihr mich hier anmacht. So. Pfeile bauen. Und weiter. Sound ist auch ziemlich geil, ne? Ah, da ist jemand. Eine Musikerin. Liefern. Die Clans arbeiten zusammen, damit alle genug von dem haben, was sie brauchen. Vielleicht kann ich auch einen Beitrag leisten. Ich kann mehr über die Clans erfahren, indem ich mich in die Gemeinschaft einbringe. Sammle einen Beitrag für den Clan. Sturmhimmel, Bambustriebe. Okay. Habe ich nicht zufällig, ne? Keine Ahnung, wie die aussehen. Okay. Welche geheimen Schätze die Nacht wohl verbirgt. So. Da sitzen noch mehr. Okay. Da. So, hier in der Nähe soll dann jetzt das Ding abgestürzt sein. Etua mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Okay, wie war das? Ihre Patrouille durch den Seidenwald startete am Weberblütenlager. Sie überquerte den Fädelfluss in Richtung Südwesten. Okay. So, Richtung Südwesten. Das ist der Fädelfluss in Richtung Südwesten. Also hier etwa. Ja, wo der Jäger ist, ne? Ach so. Das ist ja quasi unsere Markierung. Ich dachte schon, wir müssen sie selber suchen. Okay. Ich will dich reiten. Ah, okay, die machen wirklich Aua, die Dinger. Hallo, wer ist da? Ich? Die Sarentu und Aranahe sind befreundet. Bist du dir bewusst, dass es in dieser Gegend ein Sarentu-Totem gibt? Nee. Machen wir dann im Anschluss. Hallo.
dir das an? Völlig zerstört. Und Nayan wollte, dass ich hier bleibe. War es schon bei deiner Ankunft so? Ich habe ein paar der Himmelsmenschen erledigt. Nicht alle. Jemand war vor mir hier. Das Fluggerät ist nicht hier. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Mhm. So. Es hat vielleicht zu tun mit... Mit? Ikran-Spuren. Kam mit dem Jäger oder später? Nicht beim Absturz gestorben. Keine Pfeile oder Kugeln. Mhm. Schießt mit großer Reichweite und schnell. Nein. Was willst du jetzt hier von mir? Oh. Wo bin ich? Da bin ich. Oh, wieso ist er zu? Oh, okay. Zack, 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 zack. Hört mich jemand? Meldet euch! Passt auf, wir wissen schon, dass das Fluggerät am Arsch ist. Und dass ein Blauer euch aufgemischt hat. Ganz toll. Es sind Leute unterwegs, um euch beim Sichern des Fluggeräts zu helfen. Passt auf und versucht es nicht zu verkacken. Sehr nett. Okay. So. Der Speer. Aranahe. Gab eine Explosion. Guter Wurf. Nein. Nein. So nicht. Okay. Das ist halt so die Frage, ne? Wie genau funktioniert das alles hier? Mit dem anderen waren wir ja auch. Ikran-Abdrücke, ja. Vielleicht können wir das verbinden? Nein. Nein. Baum wurde getroffen. Schwer. Nicht vom Fluggerät. Aber wovon dann? RDA-Fluggerät. Luftangriff mit schwerem Schaden. Teile fallen vom Himmel. Etwas trifft den Baum. Es war kein Unfall. Die Himmelsmenschen wurden abgeschossen. Ja, mit dem Ding. Es hat vielleicht zu tun mit... Finde einen Hinweis, der mit diesem Hinweis zusammenhängt. Okay, die Leute? Nein. Nein. Der Speer hat damit aber auch nichts zu tun. So nicht. Nein. Okay. Ist ja voll das Agentenspiel hier.
liegt aber nichts mehr. Jäger ruft Ikran. RDA sieht ihn, will Ikran töten. Ikran und Jäger fliehen in großer Eile. Nur ein Ikran kann die Fluggeräte der Himmelsmenschen vom Himmel holen. Mhm. Es hat vielleicht zu tun mit... Finde ein Hinweis, der mit diesem Hinweis zusammenhängt. Dass die tot sind. Mit dem Speer? Eine Ranahe-Jäger. Erfahren. Speer erzeugt Explosion. Tötet mehrere RDA. Sie hatten das alles geplant. Sie wollen die Himmelsmenschen aufhalten. Alles erledigt, denke ich. Verstehen. Mit einem blauen Punkt. Ich wünschte, Neyan könnte das sehen. Jemanden, der was tut und nicht nur redet. Anscheinend wollten sie es wirklich aufhalten. Sie haben das Fluggerät sogar verfolgt. Die Himmelsmenschen werden nicht so leicht aufgeben. Ich muss die anderen vor ihnen warnen. Sprich du mit Neyan. Die restlichen Trümmer müssen hier irgendwo sein. Man kann es riechen. Du hast schon mit den Himmelsmenschen zu tun gehabt, oder? Viel Glück. Danke. Ja, ich habe da was gerochen. Oh ne, ein Tier. Die Spur beginnt bei den Baustellen, Echo. Ah, hier. Flugzeugtreibstoff. Ah ja, okay. Gehen wir da mal hinterher. Ja, ist aber auch schon cool, solche Missionen. Finde ich nicht schlecht. Ihr greift mich nicht an, wenn ich euch nichts mache, oder? Starke Gegner. Oh oh. Ich habe nicht vor, aufgespießt auf einen Pfeil zu enden. Und wieder Gelaber. Da sind sie. Können wir ihren Baum nicht einfach in die Luft sprengen? Sie greifen unsere Lager an, zerstören unsere Maschinen. Es reicht. Ernsthaft? Ich riskiere doch nicht mein Leben für einen riesigen Haufen Metall. Diese Hexerdinger lassen sich. So, die kann man hacken. Mhm. Irgendwie. Eines Tages werde ich eine dieser Walküren fliegen. Du wirst schon sehen. Irgendwas sagt mir, wenn die Dinge richtig losgehen, stirbst du zuerst. Hihi. Dieser ganze Mond jagt mir Angst ein. Musst du echt alles kommentieren? Heck speichern? Heck durchführen? Ne, Heck durchführen. Schalt das Ding endlich ab! Halt. Systeme wieder online! Letztendlich war das nicht alles.
Oh. Ich dachte, da tut sich jetzt was. Oh, halt. Machen wir das so. Und dann... So? Nein. Boom. Was? Verstärkung in... Ja, was soll ich denn hier? Oh, fuck, Alter. Shit, Alter, was geht denn hier? Ich muss ja weg. Oh, jetzt bin ich an der Pflanze gestorben. Was genau soll ich da tun? Ja, okay. Okay, gucken wir nochmal, was da los ist. Ja, ich weiß auch nicht, auf einmal waren da ganz viele. War mächtig viel Verstärkung. Die Frage, was denn da jetzt das Ziel ist eigentlich? Da sind sie. Können wir ihren Bau nicht einfach in die Luft sprengen? Sie greifen unsere Lager an, zerstören unsere Maschinen. Ach, guck mal, da hoch muss ich. Da oben ist was. Ich riskiere doch nicht mein Leben für einen riesigen Haufen Metall. Ja, dann guck ich mal, ob ich da kampflos hochkomme. Ich würde den ganzen Mond platt machen. Schöne Straßenbau. Und wieder Gelaber. Oh, Digga. Okay. Was ich gerade nicht für eine gute Tasse Kaffee geben würde. Dreh dich um, damit ich dich hacken kann. Jetzt. So. Nein, es läuft doch schon wieder weg. Kommst du wieder zurück? Komm. Ja, er kommt. So. Was genau soll ich hier machen? Besiege die RDR an der Abschussstelle, jo. Keine große Sache. Scheiße.
Okay, war jetzt nicht so erfolgreich. Okay, jetzt muss ich trotzdem erstmal weg hier. So. Essen. Na wohl. Dem geht's eigentlich wieder gut. Der Abschussort befindet sich... Ja, ich bin doch da. Oh, oh, oh. Okay, Munition. Und... Orten. Alter. 4 Mechs. Nicht so gut. Gut. Ich bin Stufe 3. Die Mission ist Stufe 4. Dreh dich um. Toll. Alter, das ist doch so zum Kotzen. Da musst du 3 Knöpfe drücken, um ein Health Pack zu nehmen. Was soll denn die Scheiße? So was Dummes. Also echt, das ist dumm. Was ich nicht so ganz verstehe. Da kommen ja... Also die Verstärkung kommt auf jeden Fall. Egal, wie ich die hier kaputt mache. Da sind sie. Können wir ihren Baum nicht einfach in die Luft sprengen? Sie greifen unsere Lager an, zerstören unsere Maschinen. Befreit! Ernsthaft? Ich riskiere doch nicht mein Leben für einen riesigen Haufen Metall. Heute wird kein Blauer überleben. Dafür sorge ich. Wenn du einschläfst, nähe ich dir deine Lippen zusammen. Verstärkung. Super. Weg hier. So. Gucken wir mal, wie wir die jetzt platt machen hier. Da.
Ah, zu weit zum Hacken, okay. Mich jetzt trotzdem entdeckt, ne? Gleich. Gegessen. Komm. Ah, halt, ne. Das Ding wollte ich ja. Habe ich nie bestritten. Komm her! Bringen wir es hinter uns! Wechsle Stellung! Explodiere! Komm noch ein Stück. Eingelegt. Ja, cool.